Moin, ihr lieber Leseratten draußen, beziehungsweise Konnichiwa. Heute möchte ich euch von Natsuki Kizu Given Band 1 vorstellen. Das Ganze ist im Manga Egmont Verlag erschienen und hat bisher 4 Bände. Im August soll Band 5 erscheinen, wenn ich richtig liege. Given gibt es jetzt auch schon als Anime oben im i, beziehungsweise auch in der Beschreibung findet ihr den Link zum Opening und auch der ersten Folge, wenn ich es nicht vergessen sollte. Ja, in Given geht es darum, dass der Ueno-Yama hundemüde ist und zu einem geheimen Platz geht, wo er schlafen kann. Aber als er dort bei seinem Lieblingsschlafplatz ankommt, ist er nicht leer, sondern sitzt ein Junge da, der sehr traurig wirkt und eine Gitarre im Arm hat. Und er stellt sich als Mafuyu Sato raus. Und der Mafuyu Sato hat leider eine sehr traurige Geschichte und das wird so nach und nach in dem Manga, also in dem ersten Teil auch schon angesprochen, beziehungsweise im ganz ersten Teil sieht man das schon, worum es bei Mafuyu halt geht. Und aber Ueno-Yama findet halt nicht nur den Mafuyu vor, sondern halt auch diese Gitarre und da ist eine Saite gerissen und der Ueno-Yama, der kann es nicht verstehen, wieso der Gute diese Gitarre nicht reparieren lässt und repariert diese Gitarre anstatt zu schlafen. Und wie es so kommt, er verguckt sich in den traurigen Mafuyu und da geht die Geschichte eigentlich auch sehr, sehr schnell los. Wen man hier auch noch kennenlernt ist, ich gucke jetzt hier gerade durch, wo ist denn jetzt, wo ist denn jetzt was von ihm? Oder von beiden. So, wo ist, da hatte ich gerade was. Genau. Ja. Komm mal. Genau. Das hier oben, das ist zum Beispiel der Hatsuki? Oh Gott, jetzt weiß ich es nicht mehr. Doch, Hatsuki sollte es sein. Ich muss gucken. Ich habe mir nämlich jetzt... Alter! Jetzt habe ich mich, glaube ich, gerade verrannt. Oh, Leute. Das ist jetzt mega fehl. Jetzt gucke ich mir. So, jetzt aber. Jetzt kommt es gleich. Haruki, genau. Jetzt habe ich mal hier die Seite. Haruki, das ist Haruki. Und wo sind jetzt hier Akihiko? Ich hatte ihn schon, Akihiko. Genau. Das ist Akihiko und ja, also es geht in Richtung Boys Love. Das hat mir aber auch meine Kanato-chan damals gezeigt, hat gesagt, Given, das ist so toll. Und ja, kaum habe ich es gesehen, habe ich mich in Haruki, jetzt muss ich schon wieder gucken. Alter Leute, das ist wirklich... bescheuert gerade, also ich muss schon mal wieder gucken. Ja, doch, Haruki. Jetzt bin ich Haruki. Ich mag jetzt schon Haruki sehr, sehr gerne und meine Freundin hat mir auch gesagt, mit dem geht noch was los. Also, ich liebe ihn jetzt schon und ja, ich kann es kaum erwarten, die nächsten Bände zu haben und bis der Anime aus... Also, der Anime hat jetzt aktuell, wo ich dieses Video abdrehe, 3 Folgen. Und ich glaube, 12 Folgen sollen rauskommen. Ja,
Ich hoffe, euch hat diese Rezension gefallen. Wenn ihr auf Boys Love steht, kann ich euch Given sehr, sehr gut empfehlen. Mir ist aufgefallen, in letzter Zeit sind... Also ich kenne drei Mangas bzw. Animes, die was mit Musik zu tun haben. Und es ist wirklich alles drei von auch Animes jetzt. Dazu zählt Given. Anonymous Noise ist ja als Anime auch draußen und K-On. Diese drei Animes kenne ich halt mit Musik. Musik! Okay, mein Handy hat gerade vibriert. Ich mache jetzt Schluss und ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Ciao!